Hallihallo zu einem neuen kleinen Share-Tutorial. Dieses Mal zeige ich mal, wie man sowas hier macht. So ein Fum, Fum und dann so einen kleinen glühenden Earthquake mit dem Partikeleffekt. Der schön so einen Boden mit dem Post-Processing kommt das auch richtig gut. Er strahlt das richtig schön raus. So, und dann hat das schön richtig schöne Tiefe. Dann kann man hier nochmal an- und ausmachen und dann Fum kommen die Partikel. Zack und zack. So, und das werden wir jetzt erstmal machen. Ich gehe erstmal in eine hellere Szene. So, schön in der hellen Szene. Alles klar. So, was müssen wir denn als erstes machen? Also, als erstes wollen wir diesen Earthquake, müssen wir ihn natürlich erstmal modellieren. Dafür gehen wir jetzt erstmal in Blender rein. So, und ich habe endlich mal ein Add-on installiert, sodass man sehen kann, was ich klicke. Ich werde natürlich weiterhin sagen, was ich klicke, aber dass man das dann auch endlich mal sehen kann. So, als erstes modellieren wir uns unseren Earthquake, indem wir uns erstmal ein Plane machen. Also Shift-A und dann ein Plane. Das machen wir mal SY und dann ziehen wir das einmal in die Länge, gehen in den Edit Mode, drücken Ctrl R und separieren das in kleine Stücke. So, dann einmal sicher gehen, dass hier oben der Toggle aktiviert ist, dann einmal auf die 2 klicken und dann kann man hier auch schon, warum hat er das denn da so verschoben? So, zack, so, dann wählen wir das mal aus, G, X und dann machen wir da so schöne kleine Verzackungen, so schön Earthquake-mäßig. So, zack, so, zack, und so, zack, und das auch nochmal, hier ein bisschen größer, ich brauche eine neue Maus, so, und dann nochmal hier, ein bisschen noch da, so, und das auch nochmal ein bisschen verschieben, so, nicht übertreiben, so, so, und dann haben wir hier schon mal unsere Earthquake-Spitzen, machen wir mit S, X, machen wir die schön zusammen. So. Jetzt ziehen wir die nochmal ein bisschen in die Länge. So. So. Und dann nochmal da ein bisschen so spitz zuflaufen lassen. Da ist X. So. Und dann haben wir hier schon mal unseren Earthquake. Unseren kleinen. Hier ist die Kante ist ein bisschen zu weit nach außen. Ein bisschen weiter nach innen. So. Und dann haben wir hier unseren Earthquake. Das erste, was wir jetzt einmal machen, ist, wir drücken die 3 und markieren uns alle Felder. Und dann machen wir einmal U und dann drücken wir auf Reset, so dass dann alle schön geresettet sind. Dann einmal wieder alle markieren, einmal A drücken und dann auf E für Extruden und nach unten ziehen, so dass wir dann unseren schönen Earthquake haben. Was wir jetzt allerdings noch machen müssen, wir müssen das obere Stück hier einmal separieren. Also markieren wir uns einmal kurz alle Faces oben, einmal Control, alle markieren, auf P und Select. So ist es dann, so ist es dann eine eigene Fläche. Die wählen einmal aus, gehen in Edit Mode, markieren alle Faces, gehen auf Mesh und drehen einmal die Normals um, einmal mit Flip. So, dann nehmen wir das untere Stück, machen nochmal hier ein Smooth Shading drauf. So, dann müssen wir nochmal die Unterseite, alle Flächen markieren und dann im UV-Fenster einmal A drücken, das kleiner machen. Und dann nach oben schieben. Das hat Shader-Gründe. Das wird man später noch sehen, warum, wie, wo, wieso, weshalb, warum. So, dann haben wir schon unseren Earthquake und den können wir dann abspeichern. Und dann gehen wir zurück zu Unity. So, in Unity können wir schon mal unseren Earthquake hier einfach reinziehen. Und dann haben wir hier unseren flimmernden kleinen Freund hier. Der kleine Mr. Flimmity Flim. So, und das besteht dann aus dem unteren Panel, das untere Stück. Und aus dem oberen Panel der Platte, die wir gemacht haben. So, jetzt müssen wir erstmal etwas einstellen. Und zwar müssen wir unsere Render-Pipeline etwas abändern. Um die Render-Pipeline zu bekommen, einmal das Projektfenster auswählen. Dann gehen wir auf Edit, Project Settings und dann gehen wir zu Graphics. Und dann klicken wir bei Graphics einfach hier die Render-Pipeline an, die wir ausgewählt haben. Also Universal Render-Pipeline, klick. Und schon wählt er hier unten im Projektordner die richtige Pipeline aus. Dann können wir das Fenster schließen und dann die ausgewählte Pipeline. Und dann brauchen wir hier unseren Renderer. Und den können wir einfach anklicken und dann wählt er ihn uns aus. Und schon haben wir ihn. Und dann haben wir hier unseren Renderer. Unser Renderer bestimmt natürlich logischerweise, wie Sachen denn gerendert werden. Und wir möchten jetzt, dass die Paneele und die Welt, also das Terrain, in verschiedenen Masks gerendert wird. Dafür erstellen wir uns einfach erstmal zwei verschiedene Layer. Gehen wir einmal hier auf Layer, Add Layer und machen einmal den Layer Mask und einmal den Layer, keine Ahnung, Boden. So. Baden?
Boden. Ich will jetzt noch nicht baden. So. Dann gehen wir beim Forward-Renderer einmal rein und dann haben wir hier das Upper Queue Layer Mask und da steht Mixed. Und da müssen wir sicher gehen, dass unsere neu erstellten Layer nicht aktiviert sind, denn wir wollen sie nicht mitrendern, wir wollen sie einzeln rendern. Und dafür gehen wir hier auf Add Render Feature. Einmal auf Add Plus drauf und dann klappen wir das aus. Dann geben wir ihm erstmal einen Namen und das erste ist das Mask, was wir machen. Dann sagen wir ihm, wann soll er denn beginnen, diesen Layer, diese Mask zu rendern. Und zwar sagen wir ihm einmal, before rendering upper queues. Und dann sagen wir ihm beim Filter Layer Mask und dann wählen wir unseren Mask Layer aus, dass er nur diesen Mask Layer rendert. Dann bei Override nehmen wir dann Stencil. Also slicen wir das einmal und zwar sagen wir bei Stencil einmal das Valerie auf 1 und dann sagen wir ihm, was er beim Passen machen soll und zwar soll er bitte einmal replacen. So, dann haben wir das auch schon, können das zusammenklappen und erstellen uns noch einmal ein Feature und zwar für den Boden. So, einmal ausgeklappt, einmal Namen, Boden, so und das wollen wir auch before render upper cube Layer auswählen, dem Boden und dann bei Stencil, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ist es mir auch egal. So, dann bei Valerie wieder 1 und dann sagen wir bei Compare Function nicht Always, sondern Not Equals. So, dann haben wir die Einstellungen auch schon getroffen. Man sollte jetzt hier unten schon sehen, dass wir jetzt beim Vorwärtsrenderer zwei untere Objekte da sind und zwar einmal das Mast und einmal das, weil da hat er den Namen jetzt einfach nicht angenommen. Doch, er hat den Namen angenommen, aber der Editor updatet nicht. Okay. So, jetzt fällt auf, wenn wir das Mask auswählen, der hat das Stencil nicht mit übernommen. Das müssen wir nochmal einzeln setzen, also Valerie 1 und dann einmal bei Pass Replace und beim Boden noch, auch nochmal Stencil Valerie 1 und bei Compare Function Not Equals. So, und dann ist der Vorwärtsrenderer schon direkt eingestellt, so mit dem allen, was wir benötigen. So. Dann weisen wir jetzt erstmal unseren Terrain, den neuen Layer zu, den neuen Bodenlayer, zack, und unserem oberen Plane, also das, was oben drauf liegt, das hier, geben wir jetzt den Layer Mask. So, und zack, und jetzt sieht man schon, jetzt flimmert er auch nicht mehr, sondern jetzt ist er einfach schon direkt sichtbar. Gut. Jetzt müssen wir noch eine Kleinigkeit machen. Und zwar müssen wir uns einen normalen Shader erstellen. Und zwar nicht, wie man es sonst gewohnt ist mit dem Shader Graph. Denn der Shader Graph kann da eine bestimmte Sache nicht, warum auch immer er es nicht kann, aber die wir jetzt benötigen. Und zwar wollen wir das Z-Writing verändern. Also gehen wir hier einmal beim Projektordner auf Create Shader. Und dann erstellen wir uns einfach nur ein Unlit Shader. Das sehen wir einfach Z-Off. See of Re, weil ich muss jetzt nochmal ein W dranhängen, wegen, ich habe ja schon ein See of. Das, den Shader können wir dann ganz normal einfach mit Visual Studios öffnen. So, und dann haben wir hier schon unseren normalen Shader. Jetzt keine Panik, ein Shader, das ist ganz simpel, aber erstmal brauchen wir jetzt einmal eine Variable, die wir verändern möchten. Denn wir möchten dem Shader sagen, wie man ja vorhin bei dem Earthquake gesehen hat, es hat sich ja so langsam gebildet, so dass es ein Stück und Stück nach mit dem Partikeleffekt gewachsen ist. Das funktioniert, indem wir dem Shader einfach sagen, hey, ab diesem Punkt, also ab diesem Wert, hörst du auf, das Objekt zu rendern. Ab da machst du einfach einen Stopp. Und dafür stellen wir jetzt einen Wert, wo wir sagen, von der Weltposition aus, wenn die Weltposition plus diesen Wert überschritten wird, ab da an renderst du nicht mehr weiter. Und dafür erstellen wir jetzt einmal eine Variable und da bei Shadern fängt eine Variable immer mit einem Unterstrich und dann einen Namen, Valerie, Klammern, dann einen Namen, der sichtbar ist, also nenne ich jetzt auch Valerie, Komma und dann ein Typ, also nehmen wir Typ Float. Und dann sagen wir gleich 0,0 und kein Semikolon dahinter. So, und das LOD brauchen wir nicht, das ist das Level of Detail, das können wir rauslöschen. Aber was wir reinmachen ist das Z-Write, großes O, F. Das Z-Writing stellen wir aus. So, dann müssen wir zu V2F. Bei V2F schreiben wir erstmal einmal Float 3, das kann man sich wie ein Vektor 3 vorstellen, das ist eigentlich fast dasselbe. Und da sagen wir dann einmal World
Pose. Hört, kleines O, World Pose, Doppelpunkt. Und dann können wir das hier oben einmal kopieren. Einmal die Textkoordinate, aber nicht 0, sondern Textkoordinate 1, Semikolon. So, hier unter dem Float 4 mit der Main Texture können wir jetzt einmal kurz unseren Float angeben, den wir selber gemacht haben. Unterstrich Valerie, damit er auch weiß, ey, da kommt was. Und dann bei V2F Wert müssen wir jetzt erstmal unsere World Pose festsetzen. Also wir müssen erstmal sagen, wo ist denn unsere Weltposition? Dafür machen wir jetzt einfach hier O.WorldPose ist gleich. Und dann sagen wir einfach nur V.Vertex. So. Was haben wir jetzt gemacht? Also wir können jetzt V.Vertex sagen, wir können allerdings auch O.Vertex sagen. Das macht jetzt eigentlich eher lieber O.Vertex. Denn wir haben jetzt hier unsere Variablen, die Vertexe, die mit der jeweiligen Position sind. Und da nehmen wir jetzt das Unity Object Clip to Pose. Und da nehmen wir unsere Vertexe, übergeben sie auf die Variable Vertexe zu. Und dann können wir jetzt einfach sagen, unsere Weltposition ist genau da, wo auch unsere Vertexe sind. So, dann gehen wir zu Fixit for Frag. Da will er jetzt natürlich bei Call, also bei Fixit for, eine Textur ausgeben. Das löschen wir raus, sondern wir geben nur eine Farbe raus. Also machen wir einmal eine Klammer. 0,0,0,1. Das ist jetzt einfach nur schwarz, nicht transparent. So, und jetzt kommen wir zum dem Teil, den ich gesagt habe, das Abschneiden des Meshes. Also, dass wir sagen, ab hierhin renderst du und nicht weiter. Dafür gibt es den Command Clip. Und Clip hört auf, sagt dem Shader, ab hier hörst du auf, wenn ab dieser Wert minus 1 ist oder 0. Also wenn der Wert kleiner ist als 0. Dafür nehmen wir jetzt erstmal unsere Weltkoordinate, aber negiert, also minus i.worldPose.y plus Unterstrich und dann kommt unsere Variable Valerie. Und so können wir dann quasi per Slider bestimmen, wie weit es denn gerendert wird und wie weit nicht. So, das können wir dann auch eigentlich abspeichern und dann zurück zu Unity. So, in Unity erstellen wir uns jetzt mit unserem neu erstellten Shader ein Material. Einmal Rechtsklick auf den Shader drauf, Material, dann schlägt das schon einen Namen vor. So, und dann können wir jetzt hier auf unser oberen Panel können wir das Material draufziehen. So, bumm. Und wie wir schon sehen, jetzt hat er das abgecuttet. Jetzt hat er das einfach abgeschnitten. Denn der Wert ist nämlich bei 0. Wenn wir jetzt den Wert 1 machen, dann schneidet er ein bisschen weniger ab. Und wir dürfen nicht, Sekunde nochmal zurück, wir dürfen nicht O die Vertexposition nehmen, sondern wir müssen die harte Vertexposition nehmen. Also V.Vertex. Abspeichern und zurück. So, denn der Unterschied ist, weil so würde es jetzt die ganze Zeit die Vertexpunkte variieren, also die wären jetzt die ganze Zeit variabel gewesen von unserer jeweiligen Blickrichtung, jetzt haben wir sie hart, also wir haben die harten Koordinaten in der Welt von unserem Objekt aus gesehen und wenn wir jetzt hier, zack, können wir unser Objekt einfach mit dem Slider aufbauen und wieder verschwinden lassen. Wunderbar. So, jetzt müssen wir uns um unseren Unterteil hier kümmern, denn der Unterteil ist, wie man sieht, nicht wirklich sichtbar. Denn das liegt erstens daran, dass wir bei Panel müssen wir noch die Layer Mask einstellen. Und dann erstellen wir uns erstmal einen Shader für unser Unterteil. Da können wir jetzt einfach den Shader Graphen wieder nehmen, also Create, Shader und dann PBR Graph. Und da sagen wir Glowing. So, und in Glowing machen wir dann einmal eine Variable, und zwar für die Farbe, einmal Color, den Mode nehmen wir HDR, ziehen uns das hier rein, dann stellen wir beim Master schon mal den Shader auf Transparent, so, dann können wir damit auch gleich schon viel mehr anfangen, dann holen wir uns das UV. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, den ich eben im Blender meinte, weswegen wir denn die Faces so klein gezogen haben. Denn jetzt mit der UV wollen wir einen Übergang machen. Und zwar von der UV gehen wir in die Split Node und da nehmen wir dann das G, also die Y-Koordinate. Und die von der G-Koordinate aus gehen wir in eine Power Node. Und zwar Power A.
So, und dann haben wir jetzt hier diesen schönen Übergang. Und jetzt ist der quasi, wie man ja auch schon vorhin gesehen hat, unsere Faces sind jetzt hier oben, also da, wo es schön hell ist. Und deswegen, damit es dann halt einen Boden ergibt und keinen komischen Zebrastreifenübergang hat. So, dann kombinieren wir das nochmal. Einmal mit einem Multiply-Node, einmal A. So, und dann Power zu B. Und dann ziehen wir von der Multiply-Node einmal ins Emission. Und einmal ins Albedo. So, dann können wir hier auch schon mal eine Farbe auswählen, irgendeine. Eine hübsche, schönes Rot, schön glühend. So, ein bisschen Orange, ein bisschen hell. So, und dann können wir das abspeichern, können das schließen und erstellen uns ein Material aus Glowing. Also Rechtsklick drauf, Material, können das so benennen, wie es halt schon benannt ist. Und dann gehen wir auf unser Panel und ziehen da unser Glowing Material rein. Zack. Und wie wir sehen, haben wir jetzt schon hier einen deepen Hole-Effekt. Jetzt ist es natürlich das Glowing nicht so schön übergefadet. Das können wir ändern, indem wir die Farbe abändern. So, wenn ich jetzt die Farbe hier so ein bisschen runter mache. Ein bisschen. Ja, so. Ja. Das will nicht so ganz. So. Und dann haben wir hier schon mal so unseren schönen deepen Effekt. Nur jetzt will er da gerade so, haben wir die vergessen, die Faces zu. So. Oh, ich habe die Faces gar nicht zurückgesetzt. Einmal U und dann Reset. Zack. Und dann einmal abspeichern. Dann haben wir auch die Faces richtig. Einmal abspeichern. Ups, man kann ja auch mal was vergessen. Ich bin auch nur ein Mensch. So. Und dann mal gucken, ob er es jetzt richtig hat. Tada, und jetzt können wir hier den Übergang wieder auf 2 umsetzen, abspeichern und dann schließen wir das. Jo, speicher das. Und dann können wir hier mittels der Color einfach die Tiefe bestimmen. So, und wenn wir das dunkler machen, geht es halt tiefer. Und wenn wir das heller machen, geht es halt höher. Und wie wir sehen, ups, jetzt hat er hier so eine Ekelgefahr. Und wie wir sehen, wir haben schönen perspektivischen Effekt. So einen richtig schönen Perspektiven-Effekt. Und das Coole ist, dass wenn wir jetzt auf das Plane 1 gehen, mit unserem selbstgeschriebenen Shader, können wir jetzt einfach hier, zack, das einmal sich aufbauen lassen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel diese kleinen Fragmente, die man da noch so sehen kann. Das liegt einfach nur daran, dass das Objekt ein bisschen zu hoch ist. Also einfach ein bisschen runterschieben, dann damit die Fragmente weg sind, sodass er auf den Boden aufkommt. Und dann können wir das hier einfach wieder den Wert füllen und so baut sich das dann auf. Und so können wir das dann mit dem Animator, können wir das dann schön animieren. So wie ich das auch schon für Dings gemacht habe, also für den hier. Der wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr richtig funktionieren, aber ich kann ja mal hier ihm den richtigen Mask geben. Mask, so, dann bei Animator und dann öffnet sich das hier und breitet sich so ein bisschen aus, wie man sehen kann. Und dann kann ich ja nochmal als Zugabe zeigen, wie ich denn diesen schönen Partikeleffekt gemacht habe. Denn wenn ich jetzt hier einmal zurückgehe, dann einmal auf Play drücke und dann hier einmal auf Tick und dann Na, das geht ein bisschen schnell, aber ich ziehe mal selber durch und ziehen die Partikel da so lang und ziehen quasi den Riss hinter sich her. Die Partikel zu erstellen ist eigentlich ganz einfach. Also da erstellt man jetzt einfach nur einmal ein Partikelsystem. Also hier einmal Rechtsklick, Effekt, Partikelsystem. Dann haben wir auch schon eins. Dann müssen wir ein paar Sachen abändern. Und zwar bei Speed, bei Lifetime gehen wir dann hier einmal auf Random, machen auf 1 und auf 2. Dann die Duration, sagen wir, ist auf 1. Dann scrollen wir einmal runter und sagen hier bei Max Particles, sagen wir 10.000. Und dann bei Emissions stellen wir einmal von der Time Rate, setzen wir es auf 0 und dann Rate over Distance setzen wir einfach mal auf 220. Und wenn wir jetzt die Partikeleffekte bewegen, zack, dann sehen wir, boom, kommen da ganz viele Partikel rausgeschossen. Beim Shape können wir dann hier einmal das Shape abändern, indem wir hier unten auf den Button klicken. Mein Maus hat es kaputt, tut mir leid. So, wenn wir hier unten einmal auf den Button klicken, dann ziehen wir den inneren Ring schön zusammen. Und wenn wir ihn jetzt bewegen, dann ist er auch schön zusammengesetzt. Das sieht jetzt nur noch nicht so schön aus, aber es kommt immer so trichterförmig. Das ändern wir auch ab, und zwar ganz einfach mit einem Noise. Einmal Noise aktivieren. Und dann sagen wir hier einfach Scroll Speed. Ziehen wir einmal auf volle Möhre. Frequency setzen wir auch nochmal hoch.
Und Strange lassen wir so an. Und dann bewegt es sich auch schon ziemlich strange schon mal ein bisschen. So, und was wir jetzt machen ist, wir erstellen uns einmal kurz ein Material. Create Material. Das nenne ich jetzt einfach New Material, passt schon. So, Partikel. So, und dann gehen wir hier zu Render und ziehen unser New Material da rein. Dann dupliziere ich das einmal, Steuerung D. Und gehe bei Particle Effect einmal wieder runter und aktiviere den Haken Tails. Dann kommt hier automatisch das Tails Materials Feld. Und dann ziehen wir das Material 1 rein. So. Und dann haben wir jetzt hier einfach nur weiße Flächen, wie man sehen kann. Denn wir gehen jetzt erstmal auf unser New Material. Unser New Material ist komplett hier. Da sagen wir einfach, das ist transparent. Und dann hat es einfach Alpha Clipping und da sagen wir Thickness 0. Das ist einfach ein komplett unsichtbar. Für unser Tail was anderes, dann nehmen wir uns eine Base. Dann nehmen wir jetzt einfach den Standardpartikel, würde ich sagen. Einmal hier runter scrollen. So, den Standardpartikel. Overkill transparent. Ist so. Dann wieder auf Partikelsystem und dann können wir mal gucken hier. Lehnt noch ein bisschen nach, zieht noch ein bisschen nach. So. Das stimmt, er braucht ja auch eine Textur, sonst wird er die ganze Zeit weiß angezeigt. Da kann man einfach irgendwas auswählen, ist ganz egal. Okay, ist doch nicht ganz egal, er verändert es doch, obwohl ich das eigentlich auf aus habe. Naja, dann einfach den Standardpartikel wieder nehmen. So, den Standardpartikel nehmen, dann auf Farbe, Alpha runterhauen. Hätten wir eigentlich gar nicht den Schadpartikel nehmen müssen, aber egal. So, dann haben wir hier schon unser Spreading. Dreht schön durch, er rastet richtig schön aus, so wie das sein soll. Dann gehen wir zu den Tails-Einstellungen. Und bei den Tails-Einstellungen setzen wir erstmal hier Depth with Particle, das ist true. Und dann Invert Color, Particle Color machen wir weg und dann Color over Lift Time. Da sagen wir ihn nicht normal Color, sondern einmal hier an Haken Gradient. Und dann sagen wir hier bei Gradient einmal auf Yellow, dann nächstes Feld auf Orange und nächstes Feld auf Rot. So. Und letztes Feld auf Schwarz. So. Dann übernimmt er dann noch nicht so ganz. Dann machen wir dann einfach jetzt hier bei unserem Material. So, einmal Material 1. Alpha, das haben wir immer. Multiply, nicht Multiply, sondern Alpha war schon. Nee, das ist für extreme Blindhaftigkeit. Alpha war schon richtig. Was haben wir jetzt einmal kurz hier im Mischen? Farbe. Da haben wir hier ein schönes Rötlich. So. Normale Farbe. Ja. So. Ein bisschen heller. Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu hell. Ein bisschen. Oder hier die Gaudi. Man kann auch auf Pause drücken, dann hat man es die ganze Zeit in der Sicht. So. Ja. Upp. Ja, dann nochmal die normale Farbe. Auf schönes Gelb. So. Dann gehen wir nochmal zu den Noise-Einstellungen. Noise. Und da sagen wir, die Strange ist erstmal höher, die Frequency ist noch wilder und die Scroll Speed ist noch viel höher. So. So, jetzt sind noch die Tails ein bisschen fett. Da können wir dann sagen, hier Size Attack, machen wir weg den Haken. Dann können wir die Size selber setzen. Auch ein bisschen schlanker. Was nicht jetzt schon zu schlank ist. Ein bisschen mehr. So. So, dann gehen wir einmal zu Shape. Und bei Shape wählen wir dann lieber Circle. So. Ja. Play. So, dann gehen wir einmal hier zum Editieren. Machen das einmal nach da. Movement. So, W. Dann nochmal hier den Winkel ein bisschen einstellen. So. Bup. Bup. Jetzt leben sie noch ein bisschen zu lang, wie ich auch finde.
Da waren wir mal 0,1 und 1. Oder 5,5. Jo, das sieht doch ganz schnick aus. Der schnickt doch schön. So, dann nochmal hier runter. Mal die Farbe ein bisschen abändern. Jetzt ist es zu schnell, jetzt kann ich es nicht auf Pause setzen. So, habe ich dich. Aha. So, und dann nochmal ein bisschen hier aufhellen. Mal ins dunklere Rotgeber gehen. Bisschen heller. Hier wiederum ein bisschen dunkler. Da wieder heller. Schön abmischen. Wieder ein bisschen dunkler. Und wieder ein bisschen heller. So. Ja. Wählen. Play. So. Dann gehen wir nochmal nach ganz oben. Und sagen ihm bitte Gravity minus 2, Lift Time mal 3, Speed sagen wir 2. Ah, Lift Time ist ein bisschen zu kurz, sagen wir mal hier. So, Start Speed sagen wir auch mal lieber eine random Zahl. Nicht so eine hohe random Zahl. Und dann habe ich jetzt diesen schönen komischen Fobble-Effekt. Vielleicht sogar nicht mal lieber nicht Zirkel nehmen, sondern lieber Edge nehmen. Mit Edge sieht das dann auch ein bisschen besser aus. So. Startspeed 0 bis 1. So, und dann sagen wir noch zu guter Letzt Simulation Space, sagen wir World. So, und dann haben wir da diesen schönen nach hinten ziehenden Faden. Und dann können wir einfach das auf unser Objekt draufziehen. Unser Objekt aktivieren. Die Größe dann dementsprechend anpassen. Einmal Partikeleffekt. So, wo ist es jetzt? So. Play. Vielleicht die rötliche Farbe noch ein bisschen einstellen. Kann ich das nochmal hier rüber machen? Ah, muss man aber bei den Tail-Einstellungen. Tail. Oh, hier. Ist irgendwie so ausgeblichen, gefällt mir irgendwie nicht. So, hier, orange. Ja, helleres weiß. Hier, dunkles rot. Nee, mischte ich irgendwie nicht gut. So, missions, orange, hell. Boah, das sieht cool aus. Boom. Das sieht richtig cool aus. Aber die Farbstimmung passt nicht so ganz. Das ist irgendwie ein bisschen heller. Ja, das passt schon, ja. So, dann machen wir jetzt einfach einen Animator. Also Animation. Create Animation. Ja, New Animation passt schon. So, dann können wir unser Plane hier einmal nehmen. Dann machen wir einmal die Dicke ein bisschen schlanker hier im Fuß. Dass es auch schon ein schöner Earthquake ist. So, dann gehen wir einmal auf das Play. Auf das Aufnahmebettchen. Gehen auf Panel 1. Ziehen das einmal komplett nach hinten. Unser Partikelsystem ziehen wir auch einmal komplett nach hinten. So, dass es an der richtigen Position ist. Dann ziehen wir das schon mal so ein bisschen nach vorne, damit wir auch sehen, wo wir mit dem Partikelsystem hin müssen. So. Einmal die Koordinate ein bisschen genauer hier. So. So, dann gehen wir hier einfach auf Minute 1. Und da haben wir dann unser Panel ist komplett ausgefahren. Also wieder zurück. Wupp. Einmal so. Und unser Partikelsystem ist dann einmal hier auf der anderen Seite angekommen. So. Na. So, ein bisschen weniger. Zack. Partikelsystem noch einmal nach hinten. So, und dann boom, zieht es das richtig schön auf und boom. Und schon haben wir diesen
coolen Effekt. Hat jetzt ein bisschen gedauert, weil ich mit den Partikeleffekten so pingelig war. Aber naja, was soll man machen? Neujahr! Für Neujahr nochmal ein schönes Video gemacht, aber ich lade es nicht Neujahr hoch, sondern ich lade es früher hoch, weil das wird aber wahrscheinlich das letzte Video sein 2020. Oh, wie traurig. Fum. Und zack, ist es weg. Und fum. Kommt da dieser Earthquake. Und fum, ist es wieder weg. Und fum, ist es wieder da. Und fum, ist es wieder weg. Gut. War ein langes Shader-Tutorial, aber die sind ja immer ein bisschen länger, manchmal kürzer. Aber es geht ja um coole Shader-Creations und ich fand die Creation ziemlich cool. Tja, und ich hoffe, sie gefällt euch auch. Und dann hat man so einen coolen Earthquake-Effekt. Mit diesem Effekt werde ich dann auch nochmal ein bisschen was umarbeiten und werde damit noch ein bisschen rumexperimentieren, weil was ich mir auch cool vorstelle, wäre irgendwie eine Shader-Creation mit Meteoriten so. Da habe ich eine ganz gewiefte noch. Ich habe noch Pläne. Also ich bin noch nicht ausgebrannt. Da kommen noch ein paar Sachen. Aber die kommen alle erst nächstes Jahr. Gut. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich hoffe, es findet irgendwie Anwendung, wenn nur zum cool, das sieht cool aus, aber vielleicht ist es ja auch für irgendwas nützlich. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao!